wie du eine Blasenentzündung abwehren kannst, ohne Antibiotikum zu nehmen. Ich hatte früher wirklich regelmäßig Blasenentzündungen. Ich glaube, das kennt jede Frau. Und ich habe für mich eine Strategie entwickelt, wie ich einfach gar keine mehr habe seit Jahren. Und zwar folgendes, pass auf. Erstens, wenn du spürst, dass sich eine Blasenentzündung anbahnt, ist das Allerwichtigste, und das sagt wirklich jeder, aber keiner macht's, dass du ganz viel trinkst. Und ich meine wirklich den ganzen Tag trinken. An diesem Tag ist dein Fokus nur beim Trinken und Pipi machen. Das ist ganz wichtig, dass du am Anfang eingreifst und die Blasenentzündung nicht größer werden lässt, weil dann ist es viel, viel schwieriger, dagegen anzukämpfen und es wird auch immer schmerzhafter. Zweiter Tipp ist, dir muss immer warm sein. Es ist besser, wenn du heute einen Tag dich wärmst zu Hause und morgen wieder fit bist, anstatt dass du eine Woche ausfällst und Schmerzen hast. Das heißt, sofort die Wärmflasche oder die Badewanne. Du brauchst hier im unteren Bereich ganz viel Wärme. Und vor allem auch musst du gucken, dass deine Füße immer warm bleiben. Und der letzte Tipp, und das sage ich wirklich immer, bitte nimm Supplements. Stärke in dem Moment dein Immunsystem. Das heißt, das Supplement-Video, was ich bei einer Grippe oder bei einer Entzündung machen würde, schau dir das gerne an. Aber Supplements in dieser Situation sind für mich wesentlich, um innerhalb von ein, zwei Tagen die Blasenentzündung abzuwehren.